Mein Name ist Sarah Frigada und ich bin ein Vocal Coach. Wenn du dich interessierst für Videos rund um die Themen Stimme und Gesang, dann abonniere doch diesen Kanal. Ja, ich habe mich wieder ein bisschen umgesehen bei The Voice of Germany oder beim YouTube-Kanal von The Voice of Germany und bin da auf einen Titel gestoßen, nämlich die Claudia Pahl hat wohl Amazing Grace gesungen bei ihrer Audition. Und Amazing Grace ist ein Song, den ich wirklich sehr, sehr gerne höre, gerne singe. Und ja, da war ich einfach gespannt, wie das klingt. Ich habe mir die Audition noch nicht angesehen. Manchmal mache ich das so. Manchmal habe ich schon reingehört in die Performances, die ich hier kommentiere, und manchmal nicht. Und ja, bei dieser Performance dachte ich, wäre es spannend, wenn wir gemeinsam zum ersten Mal reinhören. Also los geht's. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Wow. I once was lost. Okay, ich stopp schon gerade. Ja, sie singt den Anfang a cappella. A cappella, was heißt das? Ohne Begleitung. Und viele Leute denken sich wahrscheinlich, ja, das ist doch nicht so schwer. Das kann nicht so schwer sein. Ich singe auch immer ohne Begleitung unter der Dusche. Aber tatsächlich ist das gar nicht so einfach, wenn man nervös ist. Und ja, wir hören auch am Schluss ein bisschen, wir hören das Zittern in der Stimme. Ich glaube, sie ist sehr, sehr nervös. Und dann ohne Begleitung, also ohne harmonische Begleitung zu singen, das ist echt nicht so einfach und das braucht echt auch ein bisschen Mut. Okay, ich habe das Gefühl, wir hören ihr Vibrato am Schluss. Sie, aber es ist sehr, es klingt auch ein bisschen atemlos. Also ich glaube, man kann ihre Nervosität sehr, sehr gut hören. Das ist zum Beispiel nicht etwas, das mich jetzt stört, überhaupt nicht. Manchmal mag ich das sogar, wenn ich diese Emotion des Sängers hören kann. Also das stört mich jetzt überhaupt nicht. Twas grace that persönlich mag ihre Stimme sehr gerne. Spezielle Klangfarbe, auch zum Teil, wie sie die Vokale formt. Das ist relativ speziell. Hat manchmal einen Touch, einen kleinen Tick von Sia, so wie sie die Worte formt, die Vokale formt. Gefällt mir bis jetzt sehr gut. Amazing grace, how sweet the sound. That saved a wretch like me. Okay, ja, genau. Ich habe jetzt ein bisschen gewartet auch auf die hohen Töne, die und jetzt war es ein bisschen, ja, wir hören es, war ein bisschen shaky, das Me war so ein bisschen zittrig, aber ja, bis jetzt immer noch nicht etwas, was mich stört. Lasst mich doch mal wissen, wie euch das geht. Also unten in den Kommentaren. Habt ihr lieber, wenn alles ganz clean und quasi technisch perfekt gesungen ist? Oder mögt ihr das persönlich auch, wenn man hört, eben der Sänger ist ein bisschen nervös oder jetzt zittert halt mal ein bisschen in der Höhe? Ich glaube, das gibt da so verschiedene Lager. Da bin ich gespannt, was ihr dazu meint.
Okay. Lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Ja, oh. Ja, jetzt ist sie auch sehr berührt. Ja, schöne, also eine schöne Performance. Ich bin gar nicht sicher, ob jetzt ich persönlich an ihrer Stelle diesen Song gewählt hätte, weil es ist relativ, relativ tricky, auch so in diesem Arrangement, also auch a cappella anzufangen und dann hat man so viele lange Noten, wo man halt einfach ganz genau hört, stützt jemand gut oder eben ist er nervös, zittert die Stimme, ist das Vibrato gleichmäßig, alle diese Dinge. Aber offensichtlich eben ist sie weitergekommen. Ich bin ganz, ganz gespannt, wie sich da ihr Weg noch entwickelt. Und eben lasst mich das wissen in den Kommentaren, wie ihr dazu steht. Was mögt ihr lieber, Perfektion oder Emotion? Oder beides? Oder schließt sich das für euch aus? Das wäre auch noch eine spannende Frage. Ja, ich habe mir gerade gedacht, ach, ich mag Amazing Grace so sehr. Wenn ich ein cooles Playback finde, dann glaube ich, nehme ich gleich auch noch eine Version davon auf. Mal gucken. Wenn ich das gemacht habe, dann würde ich es also irgendwo hier oben verlinken. Ja, wenn dir das Video Spaß gemacht hat, dann abonniere doch gerne diesen Kanal und dann sehen wir uns hoffentlich ganz bald beim nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.